Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Hof 2022 mit den Senioren. Dabei sind heute Chris, Marc, Sascha, Willi, Thomas, Marco und Michael. Hallo. 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 So, liebe Zuschauer, wir müssen erstmal aufräumen. Der Thomas hat zwar das Feld gedroschen, hat da super gemacht. Das Weizenfeld ist tatsächlich auch und hat er wirklich noch an dem Abend gemacht in der letzten Folge. Da habe ich dann Feierabend gemacht und Willi auch. Und der Thomas war einfach nur mal fleißig. Aber mitten in der Nacht kann man schon mal ein Schneidwerk verlieren. Ne? Thomas, den Tiefenlockerer in den Unterstand, der an den Fahrsilos dran ist, oder? Ja, ja. Du bist da richtig, genau, ich sehe dich. So. Angesät ist ja dann wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, nein. Das Feld müsste. Mais müsste wieder rauf, ne? Ja, aber zuerst gekalkt an einige Stelle. Okay. Ja, hätten wir fast vor Tiefen lockern besser machen können, ne? Aber. Was heißt denn an einigen Stellen? Also am Rand zeigt es pH-Wert gut, aber in der Mitte war es schlecht. Okay. An zwei Stellen, wo ich durchgelaufen bin. Den Verkalker hole ich mir gerade schon. Ja, mach den dann. Hast du die Ballen auch schon alle gepresst, die Strohballen? Die sind gepresst, die liegen auf dem Feld. Aber du bist ja Wahnsinn. Ist ja nicht zu fassen. Wenn es läuft, dann läuft es. Ja. Ab und zu verliert man halt ein Schneidwerk. Aber. Ich wollte gerade sagen, wenn man nicht die ganze Zeit ein Schneidwerk mitschleppen muss, dann geht halt auch alles schneller. Ne? Das ist richtig. Ja. Ach, komm, trink mal einen Schluck so lange. Läuft der Drescher auch schneller ohne Schneidwerk. Liebe Zuschauer, solange wie wir hier auf die Synchro warten, ihr dürft mir auf jeden Fall schon mal eine Info da lassen, wie der Sound bei euch so ankommt. Ich habe das Mikro jetzt tatsächlich näher dran, auch wenn ihr in der Kamera noch nicht seht. Ist mir immer wichtig, dass man irgendwie da sauber sprechen kann. Aber das Mikro ist jetzt direkt hier drunter. Und sagt doch mal, was ihr davon haltet. Passt das? Ist das mit dem Sound okay? Bin ich immer so auf so ein bisschen Feedback angewiesen. Ne? Ich kann auch noch ein paar Sachen einstellen. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin zwar kein großer Freund davon, Werbung für Sachen zu machen, die ja, die so einfach so völlig aus der Luft gegriffen sind, aber ich habe mir so den Untermonitorarm von Elgato gegönnt für das Mikrofon und das ist schon cool. Normalerweise hat man diese großen Ziehharmonika-Arme mit den Klemmen dran, aber dieser Arm hier ist, also das ist krass. Wie gesagt, ich kriege da kein Geld für, aber das Ding unter Monitor durch, direkt über die Tastatur, ich kann hier tippern, komme da ganz gut dran, das Ding ist nicht im Weg. Und von dem Jahr von Sascha entnehme ich, dass er das Ding auch hat. Ja, schon seit einem Jahr oder so. Ja, weißt du, dann kann ich einfach nur sagen, Sascha, toll, danke für die Empfehlung, nicht. Hättest du gefragt, hätte ich dir eine Antwort gegeben. Ja, hättest du gefragt, so was möchte ich einfach proaktiv haben. Ich wusste ja nicht, dass du, ich wusste ja nicht, was du für einen Mikroarm da dran hast. Du hattest gar keinen, oder? Doch, doch, ich hatte einen Arm, aber ich habe den, okay. Das ist noch der Arm von meinem alten Mikrofon gewesen. Ach. Ein kleines Manko hat das Ding bei mir zumindest. Die Schraube beim Hoch-Runter-Gelenk, die kann ich so festziehen, wie ich will, das Ding sackt trotzdem immer wieder ab. An dem mittleren Gelenk oder was? Okay. Da, wo man den zweiten Arm hoch und runter machen kann. Aber, also der sitzt bei mir auf jeden Fall bombenfest. Der sagt nicht. Sowas kann man ja reklamieren, ne? Ja. Also, von der Höhe her ist es so perfekt. Wenn man es dann mal höher machen möchte, dann, ja, dann muss ich gucken. Heliumballon. Also ich sag mal so, es gibt die auf jeden Fall auch so, dass sie funktionieren. Ja. Sämaschine da vorne. So, man stellt einfach sein Yeti vor ein Mikro, vor ein Bildschirm und dann ist gut. Sein Yeti vor ein Bildschirm?
Mein Mikro hat ja so einen 150 Kilo hohen Standfuß und das Ding steht zwischen Tastatur und Bildschirm. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt Standfuß ja auch ausprobiert. Also diese Mikro-Geschichte ist, finde ich, gar nicht so. Deswegen können wir da ruhig mal drüber quatschen. Das ist nämlich so, dass immer mehr Spieler Mikrofone, also wirklich auch Profi-Mikrofone nutzen, ne? Allein nur zum Spielen bzw. zum gemeinsamen Quatschen. Da müssen sie gar nicht für streamen. Und ich habe so viele Sachen ausprobiert. Wie gesagt, ich habe das über einen Monitor gehängt. Da hatte ich es früher immer. Deswegen habt ihr auch immer das Tippen so laut gehört. Ich wollte das halt nicht in der Kamera haben. Weil viele haben das ja jetzt auch mit schon in der Kamera und das ist vielleicht auch gar nicht so dramatisch, ob man das da drin hat oder nicht. Aber ich wollte es gerne nicht in der Kamera haben. Und dann habe ich es halt über den Bildschirm gehängt. Aber dann, klar, hatte ich jetzt natürlich durch den Raumumbau viel Hall drin. Und es ist natürlich so, dass man da nicht mehr so viel mit dem Mikro machen kann, mit den Steuerungen, was wo ankommt. Da muss halt irgendwie eine Einstellung finden, die einigermaßen passt. Dann habe ich es mir auf den Schreibtisch gestellt, aber das fand ich unhandlich, weil man dann immer irgendwie da dran stößt. Ja, und hinter der Tastatur ist doch auch dann, hast du doch das Thema mit dem Tippen, was man immer hört, oder? Ja gut, ich habe ja eine Tastatur aus diesem Jahrhundert und keine umgebaute Schreibmaschine. Naja, die, ich habe schon zwei, drei Tastaturen ausprobiert, die leiser sind. Aber die fühlen sich einfach nicht richtig an. Da kann ich nicht so schön und schnell drauf tippen. Das ist ein Problem. Du, ich habe so eine Logi-Flach-Dingsbums da. Ohne mechanische Schalter. Einfach so ein. Da ist das Ding. MX irgendwas. Ja. Und bei mir tut's die. Ich sag dir ganz ehrlich, zum Tippen hat. Und ich mache selten Werbung für Apple oder für Apple. Aber die haben zum Tippen die schönsten Tastaturen. Da fliegen, also ich habe auf der Arbeit tatsächlich eine Mac-Tastatur an meinem Laptop, an meinem PC-Laptop. Aber da fliegen die Anschläge nur so weg. Aber zum Spielen ist das halt blöd, weil gerade dieses WASD, was man häufig benutzt, das hat halt keine Haptik in der Form, ne? Also alle Tasten gleich. Ja, schwierig. Ich suche noch eine schöne Tastatur, die so ein Mittelding ist. Aber jetzt hört man es ja auch nicht mehr so gut. Jetzt ist ja mein Mikrofon vor der Tastatur von mir aus gesehen. Können die Zuschauer heute beim Video schon fast Hashtag Mediashop dazu schreiben? Ja, stimmt. ja, es gibt ja genug. Sag mal, war der Kalkstreuer jetzt schon leer? Ach nee, du fährst oben rum, jetzt sehe ich es gerade. Eine Runde und dann hin und her. Ja, okay, dann warte ich erstmal eben hier. Private Kalkvorräte oder? Nein, ich befürchte, du wirst da hinten zum Links fahren müssen. Aber normalerweise kalken wir mit dem Saddle Track, weil man da dann noch Kalk-Huckepack nehmen kann. Haben wir nicht sogar noch diese. Hattest du die nicht sogar geholt, diese Brücke? Irgendwas geholt habe ich mal, ja. War das nicht der Feldüberlader? Irgendwas? Ja, das stimmt. Stimmt, das war der Feldüberlader, aber den könnten wir sowieso irgendwann verkaufen. Dann lass uns doch lieber mal so eine Bulkbrücke noch da drauf setzen und kaufen, oder? Da könnte man auch Kalk draufsetzen. Wie haben wir denn? Das ist da, wo man jetzt gerade Saatgut und Dünger drin habe. So eine? Nee, das ist Saatgut und Dünger ist ja, das ist schön. Da kann man auch Kalk reinmachen. Ja. Genau, da kann man auch Kalk reinmachen. Okay, hier in den Überlader geht es natürlich nicht. Aber ich guck mal eben in den Shop. Ich meine, dass wir extra doch. Es gibt einen Kalkstreuer für das Saddle Track. Ja, den gibt's auch. Aber ich meine, es gibt noch mehr. Ich meine, es gibt. Hatten wir nicht auch so ein Bulk-Ding drauf? So,
wir haben von Wobby den Zelltrack-Trailer noch drauf, aber den meinte ich nicht. Warte mal. Hat Andreas die eingetragen vielleicht, dass man den beim Zelltrack direkt sieht? Sag mal, wo ist denn der Zelltrack? Ist der bei mittelgroße Traktoren drin? Nee, oder? Ach, da. Kombinationen. Naja, sind nur die Standard-Giants-Kombinationen drin. Diverses. Das ist auch nicht bei. Ach, diese Suche immer nach den Klamotten, ne? Finde ich echt anstrengend. Wenn man das Icon im Kopf hat, suche ich ja teilweise schon über diese Mod-Auflistung da, ne? Ja, das mache ich auch. Guck mal, bei Überladewagen finden wir die. So, das hier ist der Hot Dämmler. Da kannst du auch da Zeug eintragen. Die Frage ist, ob da dann tatsächlich noch der Düngerstreuer hinten dran geht. Aber das müsste eigentlich passen. Chris, wie schaut es bei dir eigentlich aus? Bist du jetzt drauf, oder? Ja. Natürlich. Was fragst du denn? Ja. Entschuldig. Das mal andere Leute denke ich. Das liegt nur an mich selbst. Du weißt doch, wenn jeder an sich denkt, ist für alle gesorgt. Super Spruch. Nee, das ist so ziemlich der schlimmste Spruch, den man sich vorstellen ja, kann. So meinte ich das auch, ja. Willi, soll ich dir mal so einen Auflieger-Dings kaufen oder hast du gar kein Interesse daran, das zu testen? Du, mach mal, dann mache ich in der Zeit eben das Feld für dich hier. Pass auf, gekauft ist das. Soll ich dir das mal. Ich könnte dir das ja mit einem Zelt. Wo haben wir denn unseren zweiten Zelt-Track eigentlich? Einer hängt an der Sämaschine. Und der andere müsste am Trailer hängen, wo ich gestern Getreide geholt habe. Wir haben nur zwei? Ja, wir haben leider nur zwei, Willi. Es ist eine Katastrophe. Eigentlich bräuchten wir für jeden Aufbau einen. Na dann, bist du eh gerade im Shop. Nee, ich muss das Geld ein bisschen zusammenhalten. Das ist nicht wie bei euch. Geld spielt keine Rolex. Es geht halt nicht so gut. Ja, genau. Hat aber nichts mit finanziellen Mitteln zu tun. Ach, richtig. Aber Geld allein macht nicht glücklich, weißt du ja. Richtig, offensichtlich. Kennst du ja aus dem Privaten. Ja, offensichtlich, ja, genau. Ich hatte noch keine Möglichkeit, es auszuprobieren, ob Geld alleine glücklich macht. Das kennst du ja aus dem Privaten. Das größte Manko ist ja, wenn du Geld hast, bist du ja auch nicht mehr alleine. Ne? Ja. Auch mal 1000 Freunde. Ja, das stimmt. Da gibt es den einen oder anderen. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr lieber alleine seid, dann guckt, dass ihr nicht so viel Geld im Leben habt. Weil jemand, der Geld hat, der ist nicht mehr lang alleine. Gut, gib mir mal Geld, dann will ich das mal ausprobieren. Das ist. Ob das wirklich so ist. Siehst du? Ja, genau. Und einfach nur testen. Dann bist du jetzt auch schon bei demjenigen, der Geld hat, weil nur der könnte dir ja das geben zum Testen. Ja. Bin dabei. Ich führe gerne die Opferrolle durch. Natürlich. Kriegt ihr nicht diese komischen Mails von diesem Prinzen, 5000 Euro bezahlen, dass dann die Millionen kriegst oder so? Probiert es doch mal. Ich weiß, ja. Die haben sie, die mir geschrieben haben, die haben sie, glaube ich, alle erschossen oder so. Keine Ahnung, da kommt nichts mehr. Nee, also die Nigeria-Connection-Mails kriege ich auch nicht mehr.
Ja, liebe Zuschauer, das müssen wir euch vielleicht mal erklären. Es gibt ja vielleicht auch Jüngere, die das gar nicht mehr kennen. Das waren so diese in frühen Zeiten. Ich glaube, das fing schon in den 90ern an. Ende der 90er, da gab es ganz viele E-Mails und wie auch immer man kontaktiert werden konnte, da gab es ja nicht so viele Kontaktmöglichkeiten. Also war primär E-Mails im digitalen Bereich und darüber hat man dann Mails bekommen, dass wenn man, ne, da braucht jemand unbedingt deine Hilfe, weil er ganz, ganz viel Geld in Sicherheit bringen muss und vor Warlords schützen muss oder sonst irgendwas oder er hat ein Erbe angetreten, ein Fonderbe und das muss in Deutschland oder in Europa auf ein Konto überwiesen werden. Dafür müssen aber irgendwie 5.000 Euro oder was weiß ich angelegt werden oder zwei, alles, wurde alles ausprobiert. Dann würde man natürlich mit 10-20% von diesem Riesenanteil bedacht. Ne? Ja, aber leider hat das wohl bei vielen Leuten dann nicht funktioniert. Die haben dann 5.000 Euro zum Anlegen dieses Kontos ausgegeben und das überwiesen und danach nie wieder was von ihrem Geld gesehen. Heutzutage sagen wir, wie konnten die Leute? Aber ich möchte mal sagen, in den 90ern war man noch ein wenig gutgläubiger. Da gab es diese ganzen Betrugsmaschen, Internetbetrügereien noch nicht in der Form. Und natürlich wollte man glauben, dass man das Große losgezogen hat. Ich rede fast so. Die Erfolglosigkeit konnte man ja am Ende sehen. Erst hast du 5 oder 10% gekriegt, nachher wollten sie ja schon halbe teilen. Ja, genau. Ja, verrückte Welt war das, verrückte Welt. Aber Betrugsmaschen gibt es natürlich noch viel ausgefeiltere heutzutage, ne? Genau, die fragen jetzt gar nicht mehr, die buchen gleich ab bei dir. So, ich musste mal gerade den Mikrofonarm justieren. Die mittlere Schraube? Tatsächlich habe ich die justiert, aber ich habe auch festgestellt, ich hatte sie nicht festgedreht. Ist doch großartig gesagt, bei mir hält die. Die Schraube hält auch, nur der Arm nicht. Das wäre ja witzig, wenn der Elgato-Arm das eigene Mikro nicht tragen könnte. Ja gut, ich habe kein Elgato-Mikro da dran. Sondern jetzt, wo wir so viel Werbung gemacht haben, können wir auch Werbung für andere Marken machen. Ich habe einen Shure dran. Natürlich. Ja, das kostet nicht viel mehr als das Elgato, oder? Oh doch, das ist doppelt so teuer. Okay, ich habe auf den Preis von Elgato gar nicht geguckt. Ich habe das Elgato Wave, weil die Software dafür großartig ist, die dazu kommt. Das ist meine komplette Steuerungssoftware. Da war ich ja begeistert, dass mein Mikro überhaupt gar keine Software hat. Reinstecken, dann macht es einmal Palüm und dann geht das. Mein Mikro tut das auch, aber ich wollte ja Software, um das auszusteuern. Ich unterscheiden kann, wo welcher Kanal hingeht, welche Musik wie laut ist, welcher Eingang wo ankommt. Also witzigerweise habe ich auch. Ja, aber du hast ein Mischpult dran, ein klassisches, ne? Notgedrungen, ja. Ja, siehst du, das brauche ich nicht mehr. Ich vergaß mich. Man muss sich ja die Möglichkeit offen halten, nach jedem Windows-Update zu stöhnen, dass alles wieder verstellt ist. Ja, aber Willi, das ist ich weiß, das Problem habt ihr nicht, aber in eine Aufnahmesoftware die Sound so reinzukriegen, dass sie halbwegs angemessen kommen, ist nicht so einfach. Da brauchst du irgendwas. Entweder ein Mischpult oder ja, so eine Mischpult-Software. Ja. Und ja, das Stöhnen gehört dazu. Dadurch ist natürlich so ein Mikro um einiges teurer durch das Mischpult. Weil du das Mischpult auch noch kaufen musst. Genau. Jetzt hat der mit seinen Vollern schon so eine Ausrüstung, nicht? Was glaubst du, wenn der deine Voller hat?
was dann los ist. Er hat ja eigentlich das Tonstudio. Ja, da sehe ich Sascha auch. Obwohl, das ist schon krass, wie viel Shure-Mikrofone am Markt unterwegs sind. Das sind nicht alles große Streamer. Da reicht, wenn die 2-3 Follower haben, dann haben die schon ein Shure-Mikro da hängen. Das ist schon krass. Ich glaube, sehr viele, ich auch, haben natürlich da sich viel abgeguckt bei anderen Streamern. Ja, und dann greift die Werbung tatsächlich wieder, ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, die Qualität ist durchaus... Ja, das wäre auch schlimm, wenn das für den Preis nicht da wäre. Aber das stimmt schon, die Qualität ist schon wirklich sehr gut. So, Willi, du bist wahrscheinlich fertig mit dem Kalken, ne? Nö. Ich wäre jetzt mit dem Saddle-Track da. Bist du auf dem Feld gerade? Ja. Warum? Dann müssten wir mal testen, ob da der Düngerstreuer jetzt noch dran geht. Weil dann könnte man nämlich schön in diesen Aufbau hier Dünger, Kalk reinmachen. Dann hätten wir ein schönes Komplettset dafür. Micha, wo willst du hin? Ja, ich dachte, du willst mir den Rest noch abgeben. Die 359 Liter. Ja, aber sicher doch. Kippe ich da selber rein. Also Willi, ich habe natürlich just in diesem Moment noch keinen Kalk drin. Ja, ich auch nicht. Das trifft sich ja gut. Ja. Sehr hervorragend. Aber ich weiß, wo es welchen gibt. Ja, das ist gut. Dann übergebe ich dir mal das Gerät. Kannst du die... So, ich möchte nur noch einmal gucken, ob man den hier wie geplant anhängen kann. Oder ob das Probleme gibt. Ja, genau, das habe ich befürchtet. Okay, also der Düngerstreuer müsste auf dem Boden sein. Dann geht es. Aber gut, das würde ja auch gehen. Ne? Ja, dafür hat Andreas hat sich das nicht so gedacht, wie wir es jetzt hier machen, sondern der hat einen extra Kalkstreueraufbau auch gebaut. Aber ich fand es schon wichtig zu wissen, ob das hier funktioniert. Aber das haut schon hin. Ich habe heute so eine ganz smooth Country-Musik. Könnte man schon fast für eine Chill-Lounge verwenden. Ich glaube, ich muss für mich gleich aber mal die Schlagzahl ein bisschen erhöhen. So, genau das habe ich mir befürchtet. So. Ich glaube, Vogel schon live an. Ach, das ist aber auch schön. Ich habe die Fenster zu, kann ich nachher auch nochmal machen. Ach, die zwitschern bei mir auch durch die geschlossenen Scheiben. Ah ne, das kommt bei mir im Keller nicht mehr an. So, du bist mit den Strohballen dran, aber wahrscheinlich fährst du die auch schon ab? Ich habe noch Schweine gefüttert im Moment. Ah, okay. Ich könnte jetzt die Strohballe holen, ja. Ja, mach das ruhig. Würdest du einen Satz davon auch nochmal zum Komposter runterfahren? Ich weiß nicht genau, wie viel der liegt, aber das schmeißt halt einfach damit oben drauf. Ja. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht. Ich glaube, wir haben bei uns in der Halle haben wir sonst auch Stroh schon liegen, ne? Strohballen. Da bin ich jetzt gerade, Moment. Ich glaube, in der ersten Bucht. Ja, ich meine, dass die erste Bucht müsste Stroh sein. Ja, da sitzt der Strohballer in der ersten Bucht. Gut, dann schmeißt du den Rest halt auch dahinterher. Ja. Muss mal kurz einhaken. Marco, Sascha,
Hättet ihr gerne das Straßenmehl, Körnermais mache oder irgendwas anderes? Nee, du könntest damit einer Wiese anfangen. Hast du beim letzten Mal Herbizid geholt vom Shop oder nicht? Nein. Okay. Also ich hatte noch jede Menge da. Oh. Also wo ich das letzte Mal benutzt habe, sagen wir mal. Ja, so. Der Huckepack ist leer. War nur im Fronttank ein bisschen drin. Ich fahr dann runter, ist kein Thema. Nee, fang ruhig mit der Wiese, mit irgendeiner Wiese an, eine von den dreien. Ja. Machst du erst die am Hof, genau, weil da macht man dann Heu draus. Okay. Wenn du die Schweine gefüttert hast, geht's denen jetzt gut dann? Weil die könnten noch Basisfutter gebrauchen, ne? Basisfutter, die könnte noch welches gebrauchen. Basisfutter hat ja 50%. Ja, Mais oder Sorghum. 73.000 Liter sind drin insgesamt. Ja. Also da könnten wir was Basisfutter. Kannst du noch 15.000 Liter reinpacken, ja. Ja. Bei den Schafen könnten wir auch nochmal Gras nachfüllen. Aber das können wir auch machen, wenn wir das nächste Mal mähen, oder? Da habe ich gesehen, im Feld liegen noch 3-4 Schwade, die ich nicht gesehen habe, Richtung Weinanbaugebiet vom Tom. Das okay. Kann man noch holen. Ja, dann kann man das auch direkt da reinfahren, das ist super. Ja. Aber nascht mir keine Weintraube runter. Ah, ich probiere schon mal, wie die schmecken. Ich wollte gerade sagen, das fällt bei euch doch auch gar nicht auf. Und ganz ehrlich, irgendwie müssen wir ja unseren Verdienstausfall hier von dem Mais zurückholen. Mein Name ist Hase. Ja, genau. Obwohl ich ziemlich voll sehe, gerade im Vorbeifahren. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Nicht im Vorbeifahren, sondern im Menü. Aber da habe ich festgestellt, das können wir wirklich besser mit unserem mit unserer Dropsite holen. Das geht viel schneller, als das mit einzusaugen. Kann ich gerne nachher auch machen. Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit heute. Was macht denn unsere zum Verkaufen gibt es nichts. Nächsten Monat, was denn dann? Ach, Oktober. Strandzubehör müsste ja, dann genau. Eigentlich. Da können wir mal eben gucken. Ah, das steht aber schon nicht schlecht. 4.118 steht es schon. Dann Zuschlage. Also wenn wir Bock haben, können wir es auch jetzt machen. Da würden wir, wenn es auf den Maximalpreis geht, würden wir aktuell jetzt 19.000 Euro verlieren. Von 691 auf 672.000. Ich glaube, das ist verschmerzbar bei der Menge. Ja. Und ich sag mal so, was wir weg haben vor dem Winter, haben wir weg, ne? Und irgendwie müssen wir ja die Bretter wieder rausholen, die wir teuer eingekauft haben. Ich glaube, wir haben, was haben wir? 360.000 Euro für Bretter bezahlt übrigens. Ich weiß gar nicht, ob sich das ausgeht nachher. Also. Bitte? Dir noch welche? Wir haben noch welche. Ja, also wir hätten noch Platz, aber ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. 5 Bretter, 8. Ja, doch, aber wir hatten 1.800 gesagt pro 1.000 Liter, ne? Ja. Ja, aber das muss eigentlich hingehen. Aber im Moment brauchen wir tatsächlich keine. Also unabhängig davon, dass wir uns auch gar nicht leisten können.
So. Aber, liebe Zuschauer, ihr denkt jetzt dran, einmal Soundqualität prüfen und Feedback geben und uns sonst noch was Schönes schreiben. Ne? Wie ist das Wetter heute? Ist immer ein schöner Einstieg für Smalltalk. Und dann würde ich sagen, schicken wir euch heute mal raus. An die frische Luft oder so, falls es noch nicht so spät ist. Na dann, tschüss. 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 Und auch von mir, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade.